Hier ist ein neues Video von Frank Treiber und Zwamm. Viel Spaß damit, euer Leon Elektronik. Hallo meine Genossen und Genossinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Genossen Frank Treiber. Uli OneLife hat sich auf seinem YouTube-Kanal wieder zurückgemeldet, den er auch natürlich eigentlich löschen wollte. Schon lächerlich, wenn man zuerst eine große Fresse hat, man will aufhören mit YouTube. Und dann nach nicht mal einer halben Woche den YouTube-Account zu reaktivieren, den man natürlich auch erst gar nicht gelöscht hat, aber war ja auch gar nicht anders zu erwarten von Ulrich, ja das ist der volle Name von Uli, aber dass er so schnell wieder zurückkommt, hätte selbst ich nicht erwartet. Aber okay, reagieren wir jetzt mal wieder auf Ulis Scheiße. Hallo liebe Freunde, ich wollte eigentlich kein YouTube-Video mehr machen, aber ich habe jetzt gerade Nachricht gekriegt von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft auch, dass dieser Hatering im Internet, die mich da beleidigt, bedroht haben, zerschlagen ist. Was kann man diesem Grattler eigentlich noch glauben? Und deswegen wird auch der Frank Treiber seinen Kanal schließen, weil er hat ja schon angekündigt, dass er jetzt einmal eine längere Zeit verschwindet und jetzt geht's ihnen an den Arsch. Ich werde nicht meinen Kanal schließen, das ist eine Lüge von Ulrich. Aber wenn man sich zu viel mit solchen Masken wie Uli OneLife oder einem Leon Elektronik beschäftigt wird, man einfach auch verrückt und deswegen will ich versuchen nur noch die Videos zu machen, die mir auch Spaß machen und nicht mehr auf jeden Scheiß von Leon Elektronik zu reagieren, nur um Erwartungen von Zuschauern gerecht zu werden. An die Eier, sozusagen. Also Leute, ich wollte da noch einen schönen Gruß ausrichten an den Mann, der mein Grundstück gefilmt hat und mich auch. Der hat ein schwarzes Auto und ich habe mir ja selbstverständlich die Autonummer gemerkt. Ich bin ja nicht blöd. Also Leute, macht keine Sanktionen mehr. Nicht gegen mich, weil das einfach keinen Sinn hat. Also, dass die Leute jetzt wissen, wo du wohnst, gibt dir nicht zu denken. Uli. Und dass du dich jetzt deswegen im Internet einigermaßen gesittet benimmst und nicht die Leute noch extra provozierst, aber wie geht der Spruch? Was Uli nicht lernt, lernt Ulrich nimmermehr. Es geht nur nach hinten los, Leute. Es ist kein Witz. Ich habe in Deutschland kein Problem. Ich kann mich abmelden und bin weg. Aber ihr müsst in Deutschland bleiben. Hater. Uli, wer sagt das? Vielleicht lebe ich auch meinen kommunistischen Traum in der Republik Kuba. Also, liebe Freunde, liebe Abonnenten, es wird wieder richtig schöne Videos geben ab jetzt. Auf das würde ich nicht bauen. Ich meine, wenn Uli wieder einen Gedankenfurz hat, kommen auch wieder Drecksvideos von ihm. Und wir haben den Imbisswagen sehr wohl gekauft, allerdings nicht beim Wehrmann. Wir haben da einen angeschaut, das ist richtig. Wir haben auch keinen Hamm gekauft, wir haben einen Gebrauchten gekauft. Und den werde ich jetzt dann bald sehen. Den hole ich mir nächste Woche ab. Das habe ich auch nie abgestritten, aber trotzdem ganz die Wahrheit, was Uli da erzählt, ist das, nach meinen Informationen trotzdem nicht, aber mal einfach abwarten, was da noch kommt. Ich muss ihn jetzt am Donnerstag, also morgen, bezahlen und dann gehört er mir. Der Kaufvertrag ist unterschrieben, also kann ich gar nicht mehr zurücktreten. Also der Frank Treiber, der redet nur Unsinn und weiß gar nichts. Das trifft auf dich mehr zu als auf mich, Uli. Ich glaube, ich weiß über dich mehr, als dir lieb ist. Er hat ja gesehen, dass ich rübergeflogen bin nach Frankfurt und von Frankfurt nach München. Wo soll ich das gesehen haben in deinen Drecksvideos? Das ist Beweis für rein gar nichts. Dir glaubt keiner mehr was, du alter Glatzengrattler. Und dann wundert er sich, wieso ich dann mit dem Wohnmobil nach Nordrhein-Westfalen fahre. Also bitte, mein Wohnmobil war in Niederbayern gestanden, also muss ich ja von Frankfurt zurückfliegen nach München, um mein Wohnmobil zu holen. Und dann sind wir natürlich wieder hochgefahren, weil ich in Essen einen Freund besucht habe. Ja klar, man kann ja nicht auch mit dem Zug von Frankfurt nach Essen fahren. Und außerdem musste doch deine Frau am 15. wieder in dem Hotel arbeiten. Aber man kann ja Lügen einfach mit anderen neuen Lügen rechtfertigen, Uli. Also, der mischt sich in Sachen ein, die wo A nichts angehen und B, wo er keine Ahnung hat. Wer bin ich denn, dass ich Ulis Lügen aufdecke? Und allein wenn ich, einer hat ja mein Grundstück gefilmt, wenn man das Grundstück anschaut, wie groß das ist. Der Grundstückspreis hat 1200 Euro pro Quadratmeter. Also kann man sich doch ausrechnen, dass ich Millionär bin, oder? Erstmal in der Wirtschaftslage einen Käufer finden. Und du hast es meines Wissens auch nur von deiner Mutter geerbt und nicht selber erarbeitet. Arbeiten lässt du nach Möglichkeit immer nur die anderen.
Also der verzapft einen Unsinn. Sagt, ja, ich bin kein Millionär und bla bla bla, wie kann ich mir mein Leben leisten, ohne arbeiten zu müssen? Also ein bisschen nachdenken, ehe man so blöde Videos macht wie der Frank Treiber. Und ich denke mir mit Sicherheit mehr bei meinen Videos wie du, Uli. Und ja, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Ich mache jetzt im Anschluss das Foto von der Polizei rein. Und dann wisst ihr, was passiert, wenn ihr mich weiter beleidigt und bedroht. Du bist doch derjenige, der angefangen hat, mich zu beleidigen. Und das hat keinen Sinn. Leute, genießt meine Videos. Es werden wieder richtig schöne Videos kommen, wo ich wieder... Ich will euch einmal beweisen, dass ich 3 Minuten unter Wasser tauchen kann. Ja, Leute, genießt doch einfach mal die Drecksvideos von Uli, die er ins Internet rotzt. Oder 100 Meter schwimmen unter Minute. Das müsst ihr erst einmal nachmachen. Ich wäre jetzt 60 und das mache ich immer noch. Und dann reden wir mal weiter. Und dann könnt ihr gerne antreten, sämtliche Disziplinen mit mir machen und ich gewinne alles. Dann Großmaul. Da gibt es noch eine Einladung an euch, wenn wir den Imbiss, wir werden nach Nürnberg fahren und da Imbiss machen halt einfach so, weil ich lustig bin, weil ich Lust gut drauf bin und sage ich, in Nürnberg fällt mir, dann machen wir es in Nürnberg. Dann auch mit Leon Elektronik oder so. Vielleicht machen wir es aber auch in Würzburg. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, nicht, dass der Frank Treiber dann wieder sagt, der redet nur Unsinn. Ich weiß es nicht. Ich bin morgen, der Tag beginnt, in der Früh, wenn die Sonne aufgeht und dann entscheide ich, was ich mache. Ja, irgendetwas lang zu planen verbraucht auch viel zu viel Rechenleistung, die Ulis Hirn eh auch nicht hätte. Und nicht mordsmäßige Gedanken oder was? Ja, sage ich doch, denken fällt ihm schwer. Aber wenn wir diesen Imbiss eröffnen, dann können all die Hater kommen und kriegen alle Freibier von mir. Ich habe nichts gegen euch. Also ihr schreibt selber Unsinn und Blödsinn und lange Nase. Ja, ich kann nichts dafür, es ist halt einfach so. Leute, ihr habt auch irgendwas, einen Pickel oder was am Arsch oder irgendwas. Also es ist doch Blödsinn, lasst uns doch miteinander gut auskommen und dann haben wir ein schönes Leben miteinander. Aber ich würde sagen, die meisten Heider von Uli haben wenigstens noch einen ordentlichen Charakter. Man kann meiner Meinung fast aussehen, wie man will, aber der Charakter macht vieles weg oder auch kaputt. Weißt, es gibt genug Kriege, so wie Ukraine, Russland, Israel, Palästina, das müsste doch alles nichts sein. Und genauso hier, es gibt nur Unfrieden und negative Energie. Ja, und Uli stiftet nur Unfrieden hier auf YouTube. Seid's positiv und dann bin ich ein lieber netter Mensch. Ja, und Uli nur nicht kritisieren, das mag er gar nicht, der alte Glatzengrattler. Und dann kriegt's alles von mir. Dann könnt ihr das beste Essen essen, weil ich heutzutage, wenn du ins Restaurant gehst und irgendwo in einem Imbiss, kriegst du sowieso Magenschmerzen, weil du nur noch Scheißdreck kriegst. Und bei mir gibt's gute Preise und erstklassige Qualität. Das schwöre ich, dafür stehe ich. Entweder ist das eine Lüge und Uli verkauft eingefrorenes Metroessen oder Uli kann nicht kalkulieren und er schlittert in eine Insolvenz. Beides denkbar. So klug eine GmbH oder vergleichbare Geschäftsformen zu gründen, ist er sicher nicht. Und das Ende vom Lied ist, er muss sein geliebtes Grundstück von Mutti verkaufen oder so. Also lasst euch überraschen, ihr kriegt haitianisches Essen, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gegessen. Vielleicht wart ihr mal da drüben in der Karibik, aber das Essen, was meine Frau kocht, das habt ihr noch nicht gegessen, das schwöre ich euch. Also kommt vorbei dann, ich sage euch dann rechtzeitig Bescheid hier. Und dann freue ich mich drauf. Und derjenige, der wo bei meinem Grundstück war mit dem schwarzen Auto, meine Frau hat sich die Autonummer aufgeschrieben, die ist ja nicht blöd. Der hat ja gleich gesagt, da stimmt was nicht. Der hat mich ja gefilmt bei meinem Grundstück. Warum ist er da nicht hergegangen, der Feigling? Hätte er mit mir reden können, hätte er Eier geschenkt gekriegt. Also sowas Doofes, Wahnsinn. Wahrscheinlich hast dich du, Uli, in deinem Wohnklo verkochen. Als der Agent da war. Und deine Frau hast du dann feige vorgeschickt, wahrscheinlich. So wie man halt Uli kennt. Nö, also macht euer Hirn auf, seid nett und dann funktioniert es auch wieder. Dann mache ich auch wieder Videos, ansonsten mache ich keine mehr. Ja klar, beim 15. Mal höre ich Uli dann vielleicht wirklich auf. Wer weiß, wer weiß. Dich, Uli, nimmt auch wirklich gar niemand mehr wirklich ernst. So, und jetzt bringe ich im Anschluss die Polizeiding da. Also macht es gut. Euer Uli, Fanlife. Ciao, servus.
Jetzt bekomme ich wirklich Angst, wenn die Polizei auf Telegram aktiv geworden ist. Vielleicht sollte ich meinen Kanal wirklich löschen. Hier beende ich dann mein Video. Ich wünsche euch noch einen Dreckskapitalismus, euer Genosse Frank Treiber. Abonniert Frank Treiber und gebt ein Like auf das Video, euer Leon Elektronik.